Wir filmen heute Zugbewegungen auf der hinteren Höllentalbahnstrecke von Donaueschingen nach Neustadt. Diese Teilstrecke ist noch nicht elektrifiziert und die Überwachung und Steuerung der Gleise und Signale ist noch rein mechanisch ausgeführt. Entlang der Strecke gibt es noch viele Flügelsignale. Im Bahnhof Döckingen und Löffingen befindet sich je ein mechanisches Stellwerk. Bevor wir einen Dampfsonderzug, gezogen von der 01 519, auf dieser Strecke begleiten, zeigen wir zuerst eine Zugkreuzung im Bahnhof Döckingen mit zwei Dieseltriebwagen der Baureihe 611. Es ist 10.57 Uhr. Das Flügelsignal für die Bahnhofseinfahrt im Hintergrund für den Dieseltriebzug aus Donaueschingen ist auf freie Fahrt gestellt. Gleichzeitig erscheint gegenüber aus dem Döckinger Tunnel der Dieseltriebwagen aus Neustadt. Heute scheinen wir besonderes Glück zu haben. Auf die Sekunde genau fahren beide Dieseltriebwagen in den Bahnhofsbereich von Döckingen ein. Diese Bilder werden bald so nicht mehr zu sehen sein. Ab Mai 2018 bis Oktober 2019 wird die Strecke gesperrt sein. Die Bahnsteige werden umgebaut, die Strecke elektrifiziert, die mechanischen Signale und Stellwerke werden durch neue Technik ersetzt. Zwei bis drei Minuten Aufenthalt haben die Triebwagen. Sobald die Ausfahrtsignale freie Fahrt signalisieren, setzen beide Züge ihre Fahrt fort. Bis unser Dampfzug auf der hinteren Höllentalbahn erscheint, haben wir noch genügend Zeit, um uns die Streckenführung und danach noch den Bahnhof Döckingen etwas genauer anzuschauen. Um möglichst viele Orte an der Bahnstrecke anzuschließen, musste man im Zickzackkurs eine verhältnismäßig lange Streckenführung auswählen. Unser Filmstart mit dem Dampfsonderzug beginnt im Bahnhof Döckingen. Die Fahrt führt uns über den Haltepunkt Unadingen. Der ehemalige Bahnhof ist heute Privatbesitz. Der nächste Haltepunkt ist der ehemalige Bahnhof Bachheim. Auch er wurde von der DB verkauft. Löffingen besitzt noch einen Bahnhof mit einem Fahrdienstleiter. Fahrkarten gibt es aber nur noch aus dem Automaten. Röthenbach liegt etwa 7 Kilometer östlich von Neustadt. Schon seit mehreren Jahren ist der ehemalige Bahnhof in privater Hand. Hier im Bahnhof Neustadt endet der historische Dampfsonderzug. Etwa 2 Stunden später geht es auf derselben Strecke wieder zurück. Nachdem nun der Streckenverlauf bekannt ist, schauen wir uns den Bahnhof Döckingen noch etwas genauer an. Das Bahnhaus ist ein typischer Backsteinbau. Der Güterschuppenanbau ist komplett in Holzbauweise. Im Vorbau des Bahnhofes befindet sich noch ein mechanisches Stellwerk inklusive Fahrdienstleiter.
Wir dürfen freundlicherweise einen Blick auf dieses mechanische Stellwerk werfen. Die Fahrstraße für den Dampfsonderzug ist eingestellt. Die Eisenbahnfreunde Zollernbahn führen speziell an diesem Wochenende, bevor die Strecke für 1,5 Jahre gesperrt wird, für die Eisenbahnfreunde nochmals eine historische Fahrt auf der hinteren Höllentalbahn durch. Für uns wird es höchste Zeit, unsere Filmstandpunkte an der Strecke zu beziehen. Der Döckinger Tunnel ist ein 535 Meter eingleisiges Eisenbahntunnel. Davor steht das zweiflügige Einfahrtsignal mit Zusatzsignal für den Bahnhof Döckingen. Thank you.
Nach 14 Kilometern und etwa 10 Minuten Fahrzeit erreichen wir das Einfahrtssignal von Löffingen. Hier erfolgt ein kurzer Betriebshalt, da hier eine Zugkreuzung mit einem Dieseltriebwagen der Baureihe 611 erfolgt. Etwa 4 Kilometer vor dem Bahnhof Neustadt überquert der Sonderzug die Gutachbrücke. Wir haben 30 Kilometer in 25 Minuten zurückgelegt und befinden uns jetzt im Bahnhof Neustadt. Der Dampfsonderzug hat hier das Endziel der hinteren Höllentalbahn erreicht. Für die Rückfahrt muss die Lokomotive umgesetzt werden.
Tender voraus geht es um 15.49 Uhr wieder zum Ausgangspunkt Rottweil zurück. Während der Standzeit des Dampfsonderzuges schauen wir uns gemeinsam das Streckenprofil an. Start der hinteren Höllentalbahn beginnt in Donaueschingen bei 677 Meter über Normal. In Döckingen sind wir schon bei 753 Meter. Über Unadingen, Bachheim und Löffingen erreichen wir in Röthenbach den Scheitelpunkt mit 831 Meter. Das Ende der hinteren Höllentalstrecke in Neustadt beträgt 805 Höhenmeter. Inzwischen verlässt der Triebwagen BR628 als Regionalexpress um 14.32 Uhr den Bahnhof Neustadt in Richtung Ulm. Es ist 15.49 Uhr, die Bahnschranken schließen und die Rückfahrt nach Rottweil kann in Kürze beginnen. Nach 11 Kilometer erreichen wir den ehemaligen Bahnhof Röthenbach. Der Bahnhof Löffingen liegt bei Kilometer 50,9. In dem linken Anbau steht noch ein mechanisches Stellwerk, das wir uns noch kurz anschauen. Musik
Nach Stand von 2014 soll die DB 3090 Stillwerke besitzen, wovon 839 noch rein mechanische Stillwerke sind. Pünktlich um 16.11 Uhr verlassen wir Löffingen in Richtung Döckingen. Vor dem Döckinger Tunnel steht ein Doppelflügel-Einfahrtsignal mit Vorsignal für den Bahnhof Döckingen. Kurz vor dem Bahnhof Villingen treffen wir wieder auf den historischen Dampfzug. Auf dem Abstellgleis steht ein Triebwagen der Baureihe 628. Thank you.
Mit der Ausfahrt aus Villingen endet unsere heutige Dokumentation über die Hintere Höllentalbahn. Die historische Hintere Höllentalbahn wird nach dem Umbau nicht wieder zu erkennen sein. Wir haben sie noch rechtzeitig mit den vielen mechanischen Einrichtungen für die Zukunft dokumentiert und damit ein Stück Eisenbahnromantik für die Ewigkeit konserviert.